Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Eigentlich nur ganz schnell und in aller Kürze zum kommenden Spaßmodus, Funmodus, der in World of Tanks Einzug erhalten wird. Das habe ich nämlich gesagt bekommen beim Pressetermin auf der Gamescom, also ganz frisches Material quasi. Ich werde einfach mal ein bisschen durchlaufen lassen, die Screenshots, die ich da bekommen habe. Und zwar wird das ein Fun-Modus sein mit dem Mark One. Es wird so sein, dass der Mark One, zumindest auf der PC-Version, also dieser Fun-Modus kommt auf Konsole, Blitz und auf der PC-Version. Auf der PC-Version ist der Mark One nicht spielergesteuert, sondern ein NPC. Und muss quasi in die Mitte Richtung eines Cap-Punktes fahren. Die Spieler haben dabei dann kleinere Panzer, die hier bei den Screenshots leider noch nicht mit dabei sind, aber beim Trailer, den ich euch gleich dazu noch zeigen werde, ist der, glaube ich, zu sehen, zumindest wenn ich mich recht entsinne. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, sieht auf jeden Fall ganz spaßig aus, soll wohl einer der komplexeren Modi überhaupt sein, die mal in World of Tanks implementiert wurden. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Karte, die werden wir gleich auch noch sehen, ziemlich nett aussieht. Hat so ein bisschen was vom Ersten Weltkrieg. So, das war es eigentlich erstmal von mir vom Schnacken. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch zusammen den Trailer mal ganz schnell an und dann sage ich vielleicht zum Abschied nochmal ganz kurz was. Years ago, a symbol of a new era, an era of steel monsters. Many changes have taken place since then, but today it returns. It returns to remind everyone of its power and glory. Meet the legend in the new event for World of Tanks. Ja, so viel zum Trailer. Ich fand ihn auf jeden Fall ganz beeindruckend. Wir haben auf der Gamescom noch ein bisschen anderes Videomaterial gesehen, wie das da tatsächlich funktioniert. Das habe ich leider jetzt nicht auf dem USB-Stick bekommen. Ich glaube, also ich könnte danach fragen, ob ich das noch bekomme, aber ich glaube, allzu große Rolle spielt das nicht mehr, weil der Modus wohl bald rauskommen soll. Wir sehen ja aktuell auch schon im Spiel die ganze Missionsreihe rund um 100 Jahre Tanks. Was ich euch noch erzählen kann, ist, dass der Panzer, das sagte ich bereits, NPC gesteuert ist, aber er kann auch selber feuern. Damit er das aber tut, muss er auch aufmunitioniert werden. Das heißt, ihr müsst wieder zurück zur Basis fahren, wenn der keine Schuss mehr hat. Müsst quasi Munition holen, wieder zu dem Panzer hinfahren, ihn dann dort aufmunitionieren, damit er wieder neu feuern kann. Und der Panzer an sich selber ist auch gar nicht mal so schwach, sondern relativ stark und gut gepanzert. Der Mark I, das ist ja wirklich relativ, ja, der Kernaspekt des ganzen Modi, des ganzen Modus. Ja, ich glaube, so sagt man das korrekt. Und soll auch ein bisschen länger gehen, ist nicht so ein extrem kurzer Fun-Modus, sondern der braucht schon ein paar Minütchen, bis der Panzer dann seinen Punkt erreicht hat. Was für mich sich noch nicht ganz zu 100% erschlossen hat, ist die Tatsache, wie das funktioniert, ob das ein angreifendes Team, ein verteidigendes Team ist und so weiter und so fort. Das klang für mich auf jeden Fall so danach. Ich habe leider total vergessen, danach zu fragen, weil mir dann eine andere Frage aufkam und ich die Map auch echt extrem gut fand. Also da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Ja, das war es dann, wie gesagt, vom heutigen Video, beziehungsweise von diesem Video zu dem kleinen Informationsvideo vom Mark One. Das ist das erste Video dieser Art und ich vermute, da folgen auf jeden Fall noch ein paar von der Gamescom. Ich habe noch ein bisschen Material von den britischen Kreuzern beispielsweise und von den deutschen Schlachtschiffen, auch wenn die deutschen Schlachtschiffe schon raus sind, will ich da zumindest nochmal so ein kleines, so einen kleinen Teaser zeigen, den ich bekommen habe. Und so ein bisschen anderes Material. Ich selber habe da ja leider keine Newsseite, wo ich die ganzen Bilder hochpushen kann. Also werde ich die so ein bisschen verarbeiten und werde ein bisschen drüber quatschen, weil ich das Ganze interessant finde und euch das zeigen möchte. Hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dann, euer Rio. Tschüss.